Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auf der InnoTrans Tag 3 bei den Farming Nerds. Ich nehme euch wieder mit auf das, was ich heute erlebe. Wir sind ja unterwegs mit den Trainfluencern, haben unseren Trainfluencer Walk heute. Und los geht's an diesem Freitagmorgen in dieser Halle hier, wo die Firma Spitzke zu Hause ist. Das sind die Jungs und Mädels, die unsere Gleise bauen und ausbessern. Und was man da erleben kann, das und an vielen anderen Stellen noch, das erzähle ich euch heute. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und dann gucken wir uns doch erstmal einmal um hier am Stand von Spitzke, cool gemacht. In der Mitte mit so einem Rondell und Videomonitoren in alle Richtungen. Und dann gucken wir noch schnell beim Frühstück vorbei. Ja, denn Spitzke hat uns zum Frühstück eingeladen. Trainfluencer sind da schon ganz ordentlich am Spachteln. Danke an dieser Stelle Roland Pauli und seinem Team für die Einladung. Ja, und das Frühstück haben wir dann gleich mitgenommen an die Ecken dieser Veranstaltungsfläche bei Spitzke. Denn da gab es Monitore, da konnte man mal in den Bereichen der sogenannten Kernkompetenzen von Spitzke, ich sag mal, spielerisch so ein bisschen rumwirken. Und da geht es ja ganz besonders um Gleiserhalt, Gleis wieder Neubau und ihr kennt sicherlich von Spitzke auch diese riesengroßen, da kann man sie jetzt mal grafisch dargestellt ins Bild rollen, sehen diese riesengroßen Maschinen, mit denen also Schotter ausgetauscht und Gleise neu verlegt werden. Da konnte man selber mal so ein bisschen rumspielen und mal spielerisch erleben, ob man das denn auf die Reihe bekäme, auch so eine Baustelle zu leiten. Ganz cool an dem Tag, an dem wir waren jetzt hier am Freitag. Da hat Spitzke auch ganz viele Schulklassen eingeladen, um den Mitarbeitenden der Zukunft mal zu zeigen, was so alles möglich ist auf und neben den Gleisen. Ja, danke nochmal an Spitzke. Wir haben uns dann auf den Weg gemacht, gleich zum nächsten Punkt auf unserer Tagesliste. Ja, und da habe ich einen interessanten Menschen getroffen. Alexander Wiener, er ist Managing Director. Erstmal wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Schön, dass ihr bei uns seid. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Erklären Sie uns kurz, was macht Powerlines genau? Ich sag ja, ihr bringt den Strom. Aber wie? Eigentlich genau richtig gesagt, wir bringen den Strom über die Oberleitung in die Schiene. Ja, also zum einen natürlich von der Konzeption, die wir anbieten, bis eben zur Errichtung, bis zur Wartung. Also können wir eigentlich alles unseren Kunden eben anbieten, sodass wir die Oberleitungen hauptsächlich eben auch errichten. Wir haben die Produkte, wie man auch im Hintergrund sieht. Also von daher, sagen wir mal, den kompletten, ja, Bandbreite, die wir für die Errichtung für die Oberleitungen brauchen, sowohl für den Nahverkehr als auch für den Fernverkehr, also alles hauptsächlich, was die Deutsche Bahn in Deutschland eben betrifft. Mhm. Und da können wir eben, sagen wir mal, eine komplette Bandbreite anbieten. Was ist das alles so genau? Mal so grob drüber geguckt? Also mal grob drüber geguckt, wir haben natürlich im vorderen Bereich einen Lasttrennschalter, der auf den Masten eigentlich oben drauf steht, um eben dann auch bestimmte Abschnitte auch aus dem Strom rausnehmen zu können, die auch, sagen wir mal, sehr sicherheitsrelevant sind. Ja, darf man nicht vergessen, bei der Elektrifizierung bewegen wir uns natürlich auch in einem Hochspannungsumfeld. Ja, von daher ist es auch wichtig, dass sagen wir mal im Falle von Fehlern oder dass man auch dann ganze Abschnitte ausschalten kann. Dafür sind diese Schalter gedacht. Wir sehen weiterhin im Hintergrund diese gerillten Themen. Das sind Isolatoren, die wir haben, wie du schon richtig gesagt hast. Hauptsächlich sagen wir mal aus Silikon hergestellt. Wir haben da weitere Bauteile, auch teilweise, die man sieht hier vorne mit GFK-Auslegern. Also das, was man auch hier oben vielleicht auch an dem ganz gut sehen kann, GFK für den Nahverkehr, aber natürlich auch die Metros und die U-Bahnen sind ein Geschäftsfeld, was wir eben bedienen, und dafür gibt es die Stromschiene, die teilweise für unten bestrichen wird, die teilweise seitlich bestrichen wird. Jeder Kunde hat also seine, wie soll ich sagen, Vorlieben oder wie auch die Bauarten gebaut wurden. Ja. Das können wir auch beides anbieten, sodass wir eben hier auch ein komplettes Line-up für die Stromschiene eben auch haben. Soweit also Alexander Wiener, der Managing Director von Powerlines. Ein mega interessanter Besuch zu einem Thema, wo man als Lokführer gar nicht so drüber nachdenkt, wer hängt eigentlich die Kabel da oben auf, wo kommen die her und vor allem wie. Mit den Trainfluencern sind wir im nächsten Step heute, am letzten Tag der InnoTrans 2024, hier bei Foslo, ja, Anbieter von allen Lösungen rund um die Schiene. Ich bin hier in so einem Infocube. Es ist schon echt grandios. Man kann in alle vier Himmelsrichtungen sehen, was bei Foslo möglich ist. Interessant hier am Foslo-Stand ist, und da denkst du ja als Lokführer überhaupt gar nicht darüber nach, worüber die sich Gedanken machen bei diesen kleinen grünen Dingern, die man hier unten in der Weiche sehen kann. Das sind ja diese Schienenklammern, die sogenannte W-Klammer oder heute M-Klammer, wie sie hier bei Foslo heißt. Und die gehen dabei so weit ins Detail, dass sie Eigenfrequenz dieses Stückes errechnen und dann halt gucken, welche Eigenfrequenz hat das Ding
Und was macht der Zug damit, wenn er drüber fährt? Da geht es einfach um Festigkeit von Schrauben und eben in diesem Fall einem ganzen weichen Gebilde. Das ist schon interessant und ganz ehrlich, denkst du ja nicht drüber nach, wenn du da einfach so mit 160 drüber gehst. Ja, und hier kann man die Klemme also auch nochmal sehen im Vergleich zur Hand von der Frau. Das Ding ist doch schon ganz schön groß, oder? Mein persönliches Highlight hatte der Kollege dort im Bild, nämlich der Lars, mit dabei. In der hier eher unscheinbaren Ecke der riesengroßen Ausstellungsfläche lag nämlich so ein kleines Gerät, ihr könnt das vorne rechts auf dem Tisch sehen, mit dem man aus einem ganz normalen Telefon ein GSMR-Telefon machen kann und damit ja im normalen Zugfunk teilnimmt. Finde ich richtig genial, gerade für Maintenance oder Wartungsgruppen, die draußen am Gleis unterwegs sind, aber eben auch für Stellen, wo der Einbau eines GSMR-Telefons eher schwierig wäre, zum Beispiel so bei Entsorgungsstellen und so. Die nehmen einfach ihr Handy, verbinden das mit der Buchse über Bluetooth und schon sind sie im GSMR-Netz mit drin. Finde ich richtig genial. Danke nochmal an Foslo, dass wir bei euch sein durften und vor allem auch an die geile Videopräsentation zum Schluss, die ihr hier nochmal ganz kurz ein bisschen mit reinguckt. Enabling the shift to rail and ensuring the safe and smooth operation of zero-emission high-speed and urban trains. Ja, und auf dem Weg zu unserem nächsten und letzten Besuchspunkt am Freitag mit dem Trainfluencer Walk haben wir sogar noch ein bisschen Kunst gefunden hier, hat mir richtig gut gefallen. So eine Lounge-Ecke bei einem der Anbieter auf der Messe, richtig klasse. Ja, und der letzte Tagesordnungspunkt für uns war dann die Firma Trainline. Die haben sich mal Gedanken darüber gemacht, wie ist das eigentlich mit Leuten, die so mehr oder weniger spontan in ihre Reise starten wollen. Die haben es ja immer ein bisschen schwer, weil die müssen immer irgendwelche Tickets kaufen, von denen sie nicht wissen, ist das jetzt das günstigste Angebot oder nicht. Und dann haben die sich einfach mal hingesetzt mit ein paar Partnern zusammen von Eisenbahnunternehmen und haben sich eine Software ausgedacht, womit man im Grunde genommen in den Zug einsteigt und einfach auf den Knopf drückt und dann fährt man los mit dem Zug, muss dann vielleicht noch mit dem Bus weiter und dann nochmal mit der Tram und ganz am Ende drückt man auf Stopp und das System errechnet dann, was für diese Verbindung, die man gerade tatsächlich gefahren ist, die günstigste und preiswerteste Ticketverbindung gewesen wäre und genau die wird dann hinterher auch in Rechnung gestellt. Ja, man selber ist die ganze Zeit erstmal nur mit so einem Barcode unterwegs, womit der Schaffner, der einen unter Umständen kontrolliert, weiß, okay, alles klar, da ist legitim jemand mit einem Ticket unterwegs, obwohl er ja eigentlich noch gar keins hat. Und ganz am Ende wird dann abgerechnet und natürlich, und das finde ich halt das Coole, worüber die Damen und Herren sich hier Gedanken gemacht haben, was wäre die günstigste Verbindung dafür gewesen und die kriegt man dann am Ende auch über seine Kreditkarte abgerechnet. Ja, also auch hier tolle Ideen, tolle Innovationen. Danke auch an Trainline, dass wir sie an ihrem Stand besuchen durften. Ja, und so sind die Trainfluencer am Freitag, ich sag mal so gefühlte 1000 Kilometer über die Messe gewetzt. Hier waren mal ein paar Ausschnitte davon, was wir so erlebt haben. Richtig toll. Mehr gibt es natürlich bei meinen Trainfluencer-Kolleginnen und Kollegen auf deren Instagram und TikTok und X und auch YouTube-Accounts. Guckt euch da auf jeden Fall um. Mit dem Hashtag Trainfluencer findet ihr sie auf jeden Fall. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen, sag schon mal Bescheid. Ich habe jetzt erstmal 3 Tage frei und das ist auch gut so, denn ich habe unter beiden Füßen echt Blasen gelaufen, ganz besonders am Freitag. Und wir sehen uns dann im quasi Dienstagsvlog spätestens am Mittwoch wieder, da fahren wir dann Eisenbahn und wenn ich das in meinem Dienstplan richtig gesehen habe, dann wird es eine Frühschicht sein auf dem RE1, fahren wir mal wieder ein bisschen DeSiro HC von Siemens. So, danke euch fürs Zuschauen, euch eine schöne Zeit, bleibt neugierig und gesund und alle Fragen gehören natürlich wie immer unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.